Willkommen zurück, liebe Leute, zu Dying Light 2. So, in der letzten Folge haben wir eine ganze Stunde fast gebraucht für eine Nebenmission. Da ging es um vergiftetes Wasser und durch mein Unvermögen hat es natürlich länger gedauert. Und ich würde sagen, in dieser Folge widmen wir uns jetzt wieder einer Hauptmission. Und zwar treffen sie sich mit Harkon. Das würde ich sagen, machen wir als nächstes direkt mal. Ich wünschte, jemand würde sich die Arschlöcher vorknöpfen, die unser Wasser sabotiert haben. Du solltest dich diskret verhalten. Ich glaube, da wird es wieder ein bisschen actionreicher. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Raum zu treffen sie sich mit Harkon. Das ist ja hier vorne irgendwo. 139 Meter. Ist nicht so weit entfernt. Dann machen wir das doch direkt mal. Ich gehe aber über die Dächer, ist besser. Hat mir ja beigebracht, dass das tagsüber sicherer ist. Nachts ist es sicherer. Windradlärchen. Scheiße, mich hat was gestochen. Ganz ruhig, setz dich. Verdammt, mein Hals tut so weh. Ach, das war sicher nur. Eher eine Rotliste. Nicht so wehleidig. Das tut total weh. Lass das Geld aber nicht. Schon, wenn ich in den Zombies bin. Irgendwo da vorne müsste er sein, der Typ. Endlich habe ich eine tolle Wohnung gefunden. Direkt über einer verdammten Darkseid. Ja, da ist er ja schon. Harkon, du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Ja. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte. Aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Okay. Eine Nachtmission, cool. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Beziehungsweise, wir sind zwar nachts schon rumgelaufen. Und so eine geile Idee war das nicht unbedingt. Harkon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Ja, hier oben bin ich zumindest schon mal sicher. So, gibt's jetzt hier noch irgendwas, bevor wir gehen? Fernanzeige der Stadt Eiersuche. Okay. Was ist das? Abspielen. Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie werden dies vielleicht seltsam finden, aber für mich ist es etwas sehr Wichtiges. Meine Tochter, Renata, heiratet nächste Woche. Sie sollte eigentlich schon vor über einem Jahr heiraten. Sie hatte 200 Gäste eingeladen. Sie war so glücklich. Aber dann, wie Sie wissen, kam THV. Wir mussten alles absagen. Wir hofften, dass der GRE die Situation unter Kontrolle bringen würde, dass die
die Einschränkungen mit der Zeit gelockert würden. Aber wie Sie sehen können, ist es bloß schlimmer geworden. Manche der ausländischen Gäste, die wir eingeladen hatten, nun, sie sind nicht mehr unter uns. Letztendlich entschieden wir, die Hochzeit nur im engsten Kreis auszurichten. Es ist Renata und Waldeck sehr wichtig, dass dies geschieht. Und für mich ist es wichtig, eine Torte für sie zu backen. Das ist in meiner Familie seit Generationen Tradition. Die Mutter backt eine Hochzeitstorte für die Tochter. Leider hat vor einer Woche jemand meine Hennen gestohlen. Ich weiß, dass momentan die meisten Lebensmittel, selbst jedes noch so kleine Ei, ihr Gewicht in Gold wert sind. Aber wenn eine barmherzige Seele ein paar Eier für uns übrig hätte, wäre ich ewig dafür dankbar. Bleibt gesund. Daria. Okay, alles klar. Die Frage, wo ich hin muss. Das war jetzt relativ einfach. Aber Problem ist, wie soll ich jetzt da überleben? Das läuft doch da oben ab, das schaffe ich doch gar nicht. Dienstmischung. Herstellung. Wurfmesser, Arznei. Ja, aber ich habe doch gar nichts. Immunitätsmischung. Drähte, Leder, Harzteile, Stoffwitzen. Ach du Scheiße. So. Thank you.
bin im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Oh Mann, das wird nix. Ich glaub, das wird nix. Irgendwas zu bauen, oder? Sammelstücke, Hinweise. Situationsmittel. Lebensmittel. Honig. Leder. Arzt. Räte. Dosen. Scheiße. Was gibt es denn zu bauen? Ich hab leider gar nichts dabei. Ah, doch, hier. Kann man das irgendwie nehmen? Auswählen. Ausgerüstet. Die Frage ist, wie nehme ich das? Auswählen, Verbrauch, Immunität hergestellt. Wiederherstellen. Wie tut man denn das anwenden, verdammt? Sechs Stück. Ich guck mal ganz kurz in Optionen, weil ich muss irgendwie mal Steuerung, Portion automatisches Zielen, Controlleransicht, also. Verwenden Verbrauchsgegenstand. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Erhalten. Wow. Wieder voll. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wie ich jetzt da bin. Okay. Ich muss mal, dass ich da rein muss.
Scheiße, ist das schwer. Okay, 38 Meter. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Hier sind aber sehr viele. Was ist das? Vocals, so cool. So, sehr schön. Suchen. Alter. Das war aber mehr als Glück. Ich hab das im Scheiß gegeben. Mann. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, ist schon mal gut. Was benutzt der Tauschkörper? Was sind denn Tauschkörper? Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Das müsste ja hier Exit sein, theoretisch. Das ist gut beleuchtet. Sehen wir uns. Oh. Jawohl, endlich mal. Ja, dann nehme ich doch mal die Waffe. Oh, Scheiße. Fuck it. Von Hessen. Hakon, das sieht nicht gut aus. Hakon! Oh, my God.
Haben wir erledigt, das ist jetzt nicht, zum Glück nicht so mega stark gewesen. So, okay. Weiter geht's. Dietrich benutzen haben wir ja genug zum Glück. Sind das diese komischen? Du kriegst von mir zwei Päckchen und keine Zigarette mehr. Nee, das ist die Frage. Nein, nein. Tschüss. Warte, zeig mal einfach mit dem Foto. Alles kleine Vorkommen. Zum Glück UV-Lampen ohne Ende. Das heißt, wir brauchen erstmal keine Medikamente nehmen. Sehr unauffällig. Na komm, ich bin drin. Fünf Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Oh, das geht auch wieder safe schief. Wir sind gerade in einem richtig, richtig krassen Lager, wo wir nicht wirklich willkommen sind. Was machst du hier drin? Oh, fuck. Es war so klar, dass es passiert ist. Es war so klar. Wo kam der denn her? Ja. Er spazierte durch die Tunnel. Elender Bazar-Abschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Aha. Er ist wach. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Bazar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte ist tot. Doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Bazar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Ja, schemat nett. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen?
Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte zwei Schwestern, zwei Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lucas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Basar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Basar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Basar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Basar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll. Aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Basar hat ihn wohl an sich genommen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch Sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie den Leuten helfen können. Und Sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch Ihre einzige Chance, wenn Sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir? Ja, komm. Also, wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villedor hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Ist doch schon mal was. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Merci. Ja, der scheint ja ganz okay zu sein, der Typ. Im Gegensatz zu der Frau, die ging ja richtig auf den Sack. Kein Schachspiel. Und die Situation zwischen den Abtrünnigen und den PKs nennt sich eine Pattsituation. Und uns erwischt es dann am Ende. Hakon, bist du da? Aiden!
denn, Kumpel? Zum Glück lebst du noch. Ja, wurde geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Helft uns bei der Untersuchung, dann helfen wir euch mit den Banditen. Ich sagte es doch schon. Niemand im Basar hat was mit Lukas zu tun. So, dann bringen wir die Mission mal zu Ende. Da oben ist er nämlich. Mann! Ja, du? Also, was wollten sie von dir? Wenn du da gewesen wärst, wie du es gesagt hattest. Ho, ho, ich hab getan, was ich konnte. Ich wusste ja nicht, dass da noch andere Leute im Tunnel sind. Lukas' Tod war ein Riesending. Die haben diesen Dreckskerl wie ein Vater geliebt. Aether hat nicht das Charisma von Lukas. Er wird viele Probleme haben. Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde, den Lazarus. Er war vom Tatort verschwunden. Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, hä? Huh? So eine gepippte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit Betrüger, aber recht ungeschickt. Die halbe Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Wenn einer in Villador dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Cabazos. Auch bekannt als Hubi der Halbaffe. Er baut seinen Stand jeden Tag im Windrad in der Nähe auf und wartet auf Kunden. Verkauft wohl Gras und Fusel an die PKs. Wenn du den Lazarus finden möchtest, dann sprich mit Hubi. Ich gehe ein paar anderen Hinweisen nach. Okay, lass uns in Verbindung bleiben. Ja, cool, das hört sich doch schon mal nach einem Plan an. Okay. Finden Sie den Schlagring, den finden Sie Hubert... Das ist, glaube ich, da vorne, da 100. Ja, da vorne ist das Rad. Okay. Ich glaube, die wollen wieder Stress, oder? Diese Uniform sitzt ein wenig eng. Nee, die wollen kommen. Wenn du weißt, was ich meine. Na gut. Jetzt will ich erst mal gucken, wie ich hier hochkomme überhaupt. Ich bin der letzte Bandit, der noch weg. Meine Freunde werden dich jagen. Und deine Freunde werden auch gefangen. Das kann ich verflucht nochmal garantieren. Leck mich. Zu dem Kerl, der deine Eier in der Schraubzwinge hat, würde ich dir helfen. Du bist ein toter Mann. Ich hab diesen Kerl hier geschnappt. So ein Scheißtyp von Bandit. Und du mich auch. Ja, wieder einer aus dieser Diebesbande. Aber eher ein kleiner Fisch, so wie er aussieht. Für diesen Gesetzlosen ist jetzt Schluss mit Wild West. Du wanderst in den Knast. Jetzt kann ich nichts machen. So, irgendwo da vorne ist es hochgegangen. War ich da vorne schon? So weit oben baut er seinen Stand auf, das macht gar keinen Sinn. Ja, doch. Okay. Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Na, warten wir mal ein paar Stunden, ne? So wie es aussieht, immer noch keiner da. Aha. Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Basar ist da. Warte! Ich will nur etwas kaufen.
Also, das war Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Ja, klar. Wenn du ihn fängst, sag ihm, er soll mir mein Geld zurückgeben. Hakon, er läuft davon. Klingt ganz nach Hubi. Moment mal. Ah, ich sehe ihn. Der Arsch läuft nach Nordosten. Ja, laufen ist schon mal gut. Solange er nur läuft. Schneller, ey. Du hast ihn gleich. Jetzt gehörst du mir, Bastard. Wir sind nicht allein, Leute! Hakon, er ist nicht hier. Unmöglich. Ich habe ihn genau da gesehen. Das kleine Wiesel versteckt sich sicher. Sieh dich um. Warte, ich sehe ihn. Er klettert. Siehst du das GIE-Gebäude? Er klettert gerade aufs Dach. Oh, was wollt ihr Gesichter eigentlich? Jetzt bist du tot, Fickfresser. Oh Gott. Wer das, du Hurensohn? Gehen wir auf den Sack her, ohne Scheiß. 37. Soll ich da hinkommen? Nein! Das Kind, Mann. Ich will nicht hoch. Na, lauf mal einen kleinen Umweg. Warum nicht? So. Helmstoffbehälter erkannt. Ich will wieder hochkommen. Hochkommen, Alter, das ist jetzt immer noch kein Profi, ne? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich will nur reden. Lass mich in Ruhe. Mann, du gehst mir auf den Sack. Ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hm? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer. Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat mal Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann.
Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich habe das nicht erwähnt. Komm schon. Jeder weiß von Lukes kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukes getötet. Was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst. Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, ja, das finde ich. Ja, immerhin ein guter Hinweis. So. Hey, Hakon. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Wo ist das jetzt? Ah, da vorne. Alter, wie soll ich denn jetzt hier wieder runterkommen? So, wir heilen uns mal ganz kurz. Mehr wollte ich gar nicht. Oh, nice. Der ist doch schön. Sehr gut. Okay. Ja gut, dann gehen wir direkt weiter. Ja! Heilen uns aber kurz. Aber wir haben gar nichts mehr zum Heilen. Noch irgendwas zum Bauen? Fertigkeiten. Ja, nur 3 Stück. Okay. Wir müssen ein bisschen sparsam sein mit den Medikamenten. Komme ich jetzt da hoch wieder hin? Okay, ein bisschen Zeit haben wir ja noch zum Glück. Was drin ist.
Fußball-Banditen. Ja. Stoffbehälter. Interessant. Und da oben. Loch. So. Hey Kinder, ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Maya, ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Das ist ganz schön viel. Ja, natürlich. Das Leben ist teuer. Ich muss Wasser und einen Marker für meinen Bruder kaufen. Er wird bald 12, weißt du? Ich gebe dir 10. Das ist mein letztes Angebot. Angenommen. Das Ding wollte eh keiner. 500. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Sehr schön. Cool, dann haben wir es doch schon. Jetzt gehen wir zu dem Typ wieder zurück. Ich reserviere, was auch immer da drin ist. Was für Begegnung fehlgeschlagen? Was für eine Begegnung? Ja, Con. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aitor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Es wird langsam wieder dunkel. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Was heißt denn Begegnung? Ja. Ich
So, wo ist der Vogel? Ja, der Kostüm von Lukas gefallen. Okay. Ja, den Mörder haben wir leider immer noch nicht. Der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Na, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ja, das stimmt. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen! Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Oh, nice. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lukas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten Sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn löscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Okay. Interessant. Finden Sie den Mörder von Lukas.
Okay, wir haben noch Fertigkeitspunkte, wo wir einsetzen können. Was gibt's denn jetzt hier? Perfektes Ausweichen oder Lufttritt? Perfektes Ausweichen finde ich eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, machen wir direkt als nächstes mal. So. Die Waffe kann man wegschmeißen. Dann haben wir noch zwei übrig. Muss ich selber mal gucken, Peter, wo ich am besten suche. Lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns noch. Der Krieg gegen die Abtrünnigen ist schlecht für uns. Draußen. Juan ist ein Wichtigtuer. Ja, da ist er ja. Na gut, da werde ich aber sagen, mit Harkon, wie er heißt, tun wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Wie immer, lasst mir ein Däumchen da, wenn euch die Folge Befehle gefallen hat. Ich bedanke mich, dass ihr so tatkräftig einschaltet und mir immer Daumen nach oben gibt und mich unterstützt. Das gefällt mir sehr gut, das motiviert extrem. Der lebt auch nicht. Und ja, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.